herzlich willkommen zu einem weiteren Journal von den Medientagen 2013 hier aus unserem Studio im ICM in München. Unsere Themen: Mobile Life, die Thesen des Mediengipfels 2013. Überblick, die Schwerpunkte des Kongressprogramms. Und zu Gast bei uns im Studio, Taz-Chefredakteurin Ines Pohl. Ja, gerade haben wir Sie noch im Teaser gesehen. Jetzt bei uns im Studio Ines Pohl, Chefredakteurin der Taz. Frau Pohl, schön, dass Sie bei uns sind. Gerne, herzlichen Dank für die Einladung. Sie hatten ja dieses Jahr das Vergnügen, den Mediengipfel zu moderieren. Dieses Jahr das Thema Mobile Life, Herausforderungen für Medien, Werbung und Gesellschaft. Welche Erkenntnisse haben Sie aus dem Mediengipfel 2013 mitgebracht? Also ich finde es interessant, wie einhellig doch das Podium diskutiert hat, dass es weniger gegeneinander, also Internet gegen die alten Medien, sage ich mal, geht, sondern dass es nur gemeinsam nach vorne gehen kann. Es besteht schon auch darüber eine ziemlich große Einhelligkeit, dass der Druck im Kessel steigt, also dass die Entwicklungen rasant sind, so rasant, dass dringend was passieren muss und dass jetzt in der Tat die Politik gefragt ist, die entsprechenden Weichen zu stellen. Mobile Life, inwiefern glauben Sie, dass dieser neue mobile Lebensstil überall Daten nutzen, E-Mails versenden, Videos anschauen, den Medienkonsum ändert und prägt? Oh, sehr. Wir sehen es ja. Immer mehr Menschen sind mit ihren digitalen Endgeräten, mit ihren Smartphones, iPads unterwegs. Das verändert ganz klar den Medienkonsum, das verändert aber auch unsere ganze Gesellschaft. Die Art, wie wir kommunizieren, wie wir Kontakte pflegen, wie wir neue Freundschaften schließen, also sehr, sehr allumfassend und deswegen natürlich auch die Medien. Sie haben gerade schon das Thema Freundschaften schließen angesprochen, da sind wir ja fast schon bei den Social Networks. Die sind ja momentan gerade auf dem Vormarsch, Facebook, Twitter. Und Twitter taucht natürlich auch immer in Verbindung mit Nachrichtenmeldungen auf. Nun ist ja Nachrichten eigentlich das Ressort der Presse, der Journalisten. Sehen Sie da eine gewisse Gefahr in diesen Social Networks, dass Qualitätsjournalismus da irgendwie abhanden kommt? Es war das Ressort der klassischen Medien, die Hoheit über die Nachrichten. Aber diese Gatekeeper-Funktion, also die Funktion, darüber bestimmen zu können, welche Nachrichten das Licht der Welt oder die breite Öffentlichkeit erblicken oder auch nicht, die ist absolut vorbei. Wir sehen das selbst. Der Tod von Marcel Reich-Ranicki wurde getwittert von Herrn Schirmacher, dem FAZ-Mitherausgeber. Also wenn Medien sich darauf beschränken würden, weiterhin nur sozusagen Nachrichten in erster Linie zu publizieren, dann hätten sie auch keine Daseinsberechtigung. Medien sind jetzt gefragt, mehr zu moderieren, die Nachrichtenflüsse in der Tat aber auch einzuordnen, hintergründiger und analytischer zu werden. Dann wird auch Journalismus bzw. Journalistinnen und Journalisten auch weiterhin gebraucht. Journalismus kostet aber Geld und das ist eigentlich eines der großen Probleme in diesen Tagen. Es gibt immer mehr Plattformen, ja, also ich rede jetzt nicht von den Printausgaben, sondern von den Online-Plattformen, die mit Inhalten befeuert werden müssen. Das kostet Geld, die Einnahmen dort sinken. Glauben Sie denn, dass sich Qualitätsjournalismus auf lange Zeit noch finanzieren kann? Wenn ja, wie? Journalismus wird sich weiter finanzieren lassen. Es ist die Frage, was für Journalismus? Ich persönlich lese zum Beispiel auch sehr ausführlich einige Blogs. Sozusagen. Manche meiner Kollegen, das ist aber kein Journalismus, sehe ich anders. Die Blogs finanzieren sich zum Teil darüber, dass es Menschen sind, die anderswo ihr Geld verdienen. Das sind Experten, Wissenschaftler, die dann auch bloggen. Und dann natürlich zunehmend über Werbeangebote, die auch im Netz funktionieren. Da ist ganz viel in Bewegung und da wird, und das wurde jetzt auf dem Panel auch nochmal sehr, sehr deutlich sichtbar, da werden neue gesetzliche Regularien vonnöten sein. Da ist einfach unsere medienpolitisch geprägte Landschaft überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Da muss was passieren, damit eben genau dieser Journalismus der Zukunft auch weiter oder zukünftig Finanzierungsquellen aufmachen kann. Welche weiteren Impulse erhoffen Sie sich denn für die Medienbranche jetzt gerade noch mal mit Blick auf die Themen des Mediengipfels? Ich hoffe, dass die Einsicht, dass wir nur gemeinsam, also nicht Print gegen Fernsehen, Fernsehen gegen Online, Online gegen den Rest der Welt oder andersrum, dass wir eben nur gemeinsam vorankommen, wenn wir uns darauf fokussieren, wo unsere Interessen sich überschneiden.
dass wir ganz klar die Politik in die Pflicht nehmen und ganz klar dafür sorgen, dass auch wirklich Reformen stattfinden. Da ist nur ein bisschen das Problem, dass natürlich diejenigen, die für die Reform verantwortlich sind, diejenigen sind, die von den aktuellen Verhältnissen doch recht gut profitieren, nämlich die Rundfunkräte bzw. die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Da wird man sehen, da ist viel politisches Feingefühl vonnöten, aber auch sehr wahrscheinlich der eine oder die andere Ministerpräsidentin, die das wirklich zu ihrer Hauptaufgabe macht und dann mit der nötigen Kraft dieses Themenfeld voranschießt. Ja, also viel Gesprächsstoff noch hier auf den Medientagen. Für den Moment, Frau Pohl, auf jeden Fall vielen Dank für die Einschätzung des Mediengipfels. Dankeschön. Gerne. Werte Zuschauer, soweit einige Themen zum Mediengipfel. Unser Reporter Patrick von Frankenberg hat natürlich auch den Mediengipfel verfolgt und die wichtigsten Thesen im folgenden Beitrag noch einmal zusammengetragen. Er war hochkarätig besetzt, der Mediengipfel im ICM. Mit viel Spannung erwartete man hier Bayerns neue Vizeministerpräsidentin Ilse Aigner, die nach der Begrüßung durch den BLM-Chef Siegfried Schneider betonte: Qualitätsjournalismus wird weiter eine Chance haben, auch im Internet. Durch das Netz hat sich die Kommunikation, das wissen wir alle, wesentlich verändert. Nie waren die Hürden so niedrig, selbst aktiv zu kommunizieren. Presse und Fernsehen sind noch Leitmedien, doch dienen Blogs, Facebook und so weiter zunehmend auch der Meinungsbildung. Die Beiträge dort sind zwar Ausdruck der Meinungsvielfalt, aber selten Journalismus. Auch der BR-Intendant Ulrich Wilhelm unterstrich in seiner Keynote die positive Wirkung von Partnerschaften einzelner Medien untereinander. Wir hatten etwa gute und fruchtbare Diskussionen zwischen den Printverlegern und den Rundfunkanbietern über die Frage, können wir etwa Bilder zur Verfügung stellen. Macht keinen Sinn, dass Zeitungen jetzt auch noch bei allen wichtigen Entwicklungen mit Kamerateams vertreten sind, ganz abgesehen davon, dass die Finanzkraft dafür nicht ausreichen würde. Ich denke, hier gibt es Möglichkeiten, auch in vielen anderen Dingen, crossmediale Partnerschaften, innovative publizistische Partnerschaften wurden schon genannt. Aber dasselbe gilt, meine ich, auch für die Frage möglicher Kooperationen zwischen Pay-TV und frei empfangbaren Fernsehen. Auch hier stehen wir immer wieder in Gesprächen und ich halte das für gut und notwendig. Die Mediengipfelmoderatorin und Chefredakteurin der Taz, Ines Pohl, eröffnete kurz darauf die Elefantenrunde. Klar im Fokus der Teilnehmer, Mobile Life. So, ich glaube, wir sind an dem wesentlichen Punkt, nämlich wir müssen bei der Diskussion, und da würde ich Ihnen ausdrücklich zustimmen, wir müssen ein bisschen aufhören, diese Selbstkasteien zu betreiben, die aus einem Missverständnis resultiert, nämlich wir verwechseln die Darreichungsform medialer Inhalte mit den medialen Inhalten. Wenn man sieht, wie wichtig Journalismus in Deutschland ist, dann sehe ich gar keinen Grund zur Klage. Ich bin auch völlig Ihrer Meinung. Aber was mir fehlt in der Diskussion, deswegen bin ich auch immer ein bisschen empfindlich bei dem Konnex Wirtschaft und Kultur, ist das Verständnis dieser sich verändernden Kultur im Netz. Wer heute nicht gleichzeitig, wie wir jetzt als Rundfunkhaus, klassisch TV macht und im Internet präsent ist, der wird sowieso hinweggespült von der Entwicklung. Natürlich, da sind wir uns ja alle einig, kann ich die Uhren nicht anhalten. Und das ergibt auch tolle Chancen. Wesentlich ist, und Sie hatten vorhin das schöne Beispiel genannt, dass während man den Tatort guckt, kommuniziert man darüber mit einem zweiten Medium. Wir haben das im Grunde heute bei allen unseren großen Entertainment-Formaten einen sehr starken Bass, den wir online und TV kreieren, wo sich das gegenseitig befruchtet. Und das führt dazu, dass das nicht irgendwie getrennte Welten sind, auch bei den jungen Leuten übrigens nicht, sondern es ist eins, weil die reden ja über das, was wir im Fernsehen ausstrahlen. Nach der neuen ARD-Studie über mobile Nutzung ist gerade in der jungen Zielgruppe 20 bis 29 geben 70% an, dass sie während des Fernsehens gleichzeitig andere Medien nutzen, Smartphone und so weiter. Geht Ihnen damit nicht doch ein wesentlicher Teil der Aufmerksamkeit verloren? Nicht, wenn ich es gut mache, wenn ich über Smartphone auch meine Inhalte anbiete. Was bedeutet es, wenn das Fernsehen so nebenbei läuft und man eigentlich Pizzarezepte austauscht oder Ähnliches? Ja, es wäre mir nicht recht, wenn das zum Beispiel bei Nachrichten auch so wäre. Aber ich glaube, das Fernsehen ist ein Medium, das viele versammelt. Früher hatte man kommuniziert direkt, jetzt geschieht das über die Geräte. Aber es könnte natürlich auf Dauer schon Veränderungen geben, wie inszeniert man Fernsehfilme zum Beispiel. Ja. Muss man darauf Rücksicht nehmen. Aber es ist doch schon immer ein Thema, man versucht, das Publikum zu binden.
und zu faszinieren. Bei allen Medienvertretern auf dem Podium wurde eines deutlich klar. Jeder nutzt für sein Medium eifrig die neuen Chancen, die Facebook, Twitter und Co. ermöglichen. Und soweit eine Zusammenfassung des Mediengipfels 2013. Wir wollen nun noch einen Blick auf das Kongressprogramm werfen und dazu gehen wir gleich weiter zu Jörn Krieger. Der hat sich etwas intensiver mit dem Kongressprogramm beschäftigt. Jörn, welche Themen dominieren in diesem Jahr im Medientage-Kongress? Ja, in diesem Jahr steht alles im Zeichen des Mobile Life, des mobilen Lebens. Wir sehen, dass die Verkaufszahlen von Tablet-PCs und Smartphones regelrecht in die Höhe schnellen, also zum Beispiel das iPhone und iPad von Apple. Das heißt, das Internet und damit Multimedia-Angebote, Video, Fernsehen, Radio, Texte begleiten uns überall hin, ob in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Wartezimmer beim Arzt, draußen im Freien. Ich kann das Internet mobil nutzen. Die Anbieter, die da Inhalte machen, mir die Inhalte überall verfügbar, aber sie müssen es natürlich auch irgendwie finanzieren können, denn die meisten Inhalte sind ja kostenlos. Das sind die Themen und die Fragen, die uns auf den Panels, auf den Medientagen in diesem Jahr beschäftigen. Wichtig ist, das wurde auch auf der Eröffnungsdiskussion deutlich, dass vor allem die Jugend weiß, was mit diesen Daten, die kostenlosen Angebote sammeln, passiert. Datenschutz ist ein wichtiges Stichwort. Und da wurde auch gesagt, dass man eigentlich sich bewusst sein sollte, dass wenn ein Angebot im Internet kostenlos ist, dann bin ich als Nutzer eigentlich das Produkt. Also wichtig ist die Förderung der Medienkompetenz, damit ich weiß, was geschieht da eigentlich und wie funktionieren die Medien. Auch das ist eine wichtige Aufgabe, die die Medientage erfüllen. Damit zurück zu dir, Sebastian. Ja, vielen Dank, Jörn. Liebe Zuschauer, soweit auch unser Medientage-TV-Journal hier mit einer Analyse des Mediengipfels und einem kleinen Exkurs in das Kongressprogramm. Wir verabschieden uns hier aus dem ICM in München. Alle Sendungen und Beiträge von den Medientagen, die finden Sie noch einmal einzeln zum Abruf bei medienportal.tv. Besten Dank fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen.